Eine hochkomplizierte Operation in Belgrad. In diese Klinik in der serbischen Hauptstadt kommen Patienten aus aller Welt, die ihr Geschlecht ändern wollen. Spezialisiert sind die Ärzte hier auf die komplizierte Umwandlung von Frau zu Mann. Wir können hier gleichzeitig die Brüste entfernen und die weiblichen inneren Organe, Gebärmutter, Eierstöcke und Vagina. Und dann beenden wir die Operation, indem wir einen Neophallus schaffen. Alles auf einmal, das gibt es weltweit nur an einem Ort, in Belgrad. Dieser italienische Patient möchte anonym bleiben. Hier in Serbien wurden für ihn männliche Genitalien geschaffen. Ich habe viel recherchiert und viele Zentren kontaktiert. Und dabei habe ich herausgefunden, dass fast überall Schüler von Professor Georgevich arbeiten. Also wollte ich direkt an die Quelle gehen. Mehr als 100 ausländische Patienten kommen pro Jahr in die Klinik für eine Geschlechtsumwandlung, angezogen von der medizinischen Expertise und den deutlich niedrigeren Preisen als andernorts. Eine erstaunliche Erfolgsgeschichte für ein eigentlich eher konservatives Land. Zwar bekommen serbische Transgender die Operation inzwischen zu 2/3 vom Staat bezahlt, doch gesellschaftlich anerkannt sind sie deshalb noch lange nicht. Aktivisten hoffen jetzt, dass der gute Ruf der serbischen Medizin in diesem Feld auch dazu führt, dass ihre Anliegen und ihre Rechte stärker beachtet werden.